Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornham. Wir schauen uns jetzt den Schweinestall mit Garage an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Leo Leo. Gibt es neben PC/Mac auch für die Konsolen. Findet ihr einmal im Baumenü unter Tiere und Schweine. Und ganz hinten habt ihr den Schweinestall mit Garage. Costa Quanta 60.000 Euro, Unterhaltskosten pro Tag 15 Euro, Kapazität 25 Schweine. Könnt ihr überall platzieren, wo ihr wollt, hier Farbänderungen etc. pp. Gibt es in dem Falle nicht. Ja, so sieht das ganze gute Stück dann in dem Falle aus. Ist ein älteres Gebäude, ein bisschen runtergekommen schon, wie man hier sieht, ne? Aber trotz alledem recht schick schön. Ja, wir haben hier im Endeffekt eine Kombination, wie es der Name ja schon sagt, aus Garage und Stall. Wir können hier die Türen soweit auch öffnen. Dann kommen wir hier einmal in den Schweinestall direkt rein. Separat gibt es überall Lichtschalter, sind in dem Falle auch hier mit animiert. Recht schick schön, ab nur im Außen hier oder im Innenbereich. Können den ganzen Spaß hier einmal öffnen. Dann kommen wir hier einmal in die Garage mit rein. Die ist ein bisschen, ihr seht, von der Deckenhöhe bzw. von der Breite her limitiert. Also sprich, mit großen Fahrzeugen braucht ihr das gar nicht versuchen. Eher klein bis mittel, je nachdem, was er halt für eine Höhe erreichen, ist klar. Dann haben wir hier einmal auf der rechten Seite alle Trigger, die benötigt werden. Abladetrigger, Ladetrigger, Tiertrigger und Wassertrigger. Hier sind dann nämlich auch nochmal Schweine, die dann einmal hier mit drinnen sind. Ansonsten, wenn man sich das Ganze jetzt hier nochmal von außen weiter anschaut, ist dann eigentlich alles schon wieder vorbei. Hier ist halt die Durchfahrt in dem Sinne mit drin. Und das ist es auch gewesen. Man kann auch hier einmal nach oben. Wenn man jetzt der eine oder andere sagt, ist aber ein bisschen hoch hier die Treppe, ne? Ja, aber ist direkt für so einen LS-Sprung hier konzipiert, wie ihr seht, ne? Zack, kommt man ohne Probleme rein. Und dann könnt ihr hier oben theoretisch gesehen noch Big Bags lagern oder whatever, Strohballen, irgendwas, was ihr halt wollt. Ne? Wird halt ein bisschen schwierig, müsst ihr halt mit der Hand machen. Weil selbst hier mit dem Telelader, na, das sehe ich eher kritischer. Weil hier gibt es ja nirgendwo Öffnungspunkte im eigentlichen Sinne. Na, das sind einfach nur, ich denke mal, irgendwelche Lüftungsschlitze hier. Deswegen. Aber ja, hier oben habt ihr dann eure Spielwiese auch noch mit dazu. Ansonsten ist das texturtechnisch gesehen eigentlich soweit in Ordnung. Wie gesagt, sieht halt alles ein bisschen runtergekommen aus. Vielleicht ein bisschen Unschärfe hier und da, wie man hier zum Beispiel noch sieht, ne? Aber ansonsten ist das soweit. Ja, Futter einfüllen, beziehungsweise generell, die ganzen Trigger, habe ich ja gesagt, sind da vorne schon auf dem Haufen platziert in dem Falle. Müsst ihr in dem Falle einfach nur dementsprechend hier mit ranfahren, müsst ihr dementsprechend hier einmal abkippen. Und dann läuft der ganze Hase auch, wenn es auch hier ein bisschen dauert, bin ich jetzt zu nah dran. Na, es geht gerade so. Ihr seht dann auch, wenn ich das Ganze einmal hier mir anschaue, ne, Kapazität füllt sich in dem Falle hier soweit auch ohne Probleme auf. Sehen Sie, ist es natürlich nicht viele Liter, ist klar, weil ich jetzt hier ein relativ kleines Ding genommen habe. Aber wenn wir jetzt hier einmal noch Weizen mit reinhauen, also Stroh, nicht Weizen, so rum, ne, können wir, ist der gleiche Trigger in dem Falle hier. Wasser ist ebenso, ne, müsst ihr ja auch hier noch mit versorgen. Ne, und dann seht ihr, geht das ja auch ohne Probleme mit rein. Und wenn wir dann einmal gleich wegfahren, dass man das Ganze hier im Bild sieht, halt, mal kurz warten, sonst schleifen wir hier an der Hausfassade. Sehr schön. Wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, sehen wir dann auch, ne, ist jetzt noch nicht voll, wir haben gerade mal also nicht mal die Hälfte, aber dann füllt sich der Boden hier dementsprechend auch mit Stroh. Also auch da ist alles soweit mit dabei, das Ganze gilt für links und für rechts, beziehungsweise rechts und in dem Falle hier links. Und das Schweinefutter kommt hier in die Tröge dementsprechend mit rein. Jo, schöne Sache, wer auf einer älteren Karte spielt und eigentlich eher so Ställe braucht, die in dem Style so sind. Na, und jetzt auch nicht gerade riesen Ställe, der ist hier mit dem Schweinestall, denke ich mal, ganz gut bedient. Kann man keine Fehler machen. Das gilt auch für den Lok. Das Ding ist sauber. Wir reden hier ungefähr von 22, 23 MB. Könnt ihr also wirklich keine Fehler damit machen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.